So, Freunde der Nacht, moin moin, die Pfeiler hier und willkommen endlich mal wieder zu einem richtig schönen Commentary-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht gerade schon, wir befinden uns hier schon live in der Arena, 2-on-2 mit good old Mosen, ja, Schurke Dizzy in Burning Crusade Classic. Gestern Abend war das, also Actual Footage hier aus der WoW Burning Crusade Classic Arena. Ja, ich werde einfach heute in dem Video, das wird so ungefähr 25 Minuten gehen, ich werde durchlaufen lassen hier und ich möchte euch einfach in dem heutigen Video die Arena ein bisschen näher bringen, die Taktiken näher bringen, ein bisschen drauf eingehen, was wir hier quasi machen so und vielleicht auch nebenbei ein bisschen quatschen. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock auf das Format. Und bin auch mal gespannt auf euer Feedback, ja. Wichtig an der Stelle, Mosen und ich haben jetzt wirklich wochenlang nicht mehr zusammengespielt. Wir müssen uns erstmal ein bisschen einspielen. Wir sind hier auf einem Rating von ungefähr 1600, haben uns aber innerhalb von einem Tag dann schon auf 1700 hochgespielt. Von daher hoffe ich mal, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen auch das Waffenrating erreichen werden, ja. Hier haben wir als ersten Gegner Schamane Krieger. Da ist es grundlegend unsere Strategie, dass wir auf den Schamanen gehen. Krieger generell als Schurke, in den meisten Schurken-Setups geht man eigentlich eh nie auf den Krieger. Gibt ein paar Ausnahmen, aber man geht eigentlich immer auf den Healer in dem Fall. Ich versuche hier den Schamanen quasi davon abzuhalten, dass er casten kann. Er ist halt kein Druide, er ist darauf angewiesen zu casten. Jetzt habe ich ihn gesilenced gerade mit geroad. Lädt gerade Teemo Nuke relativ viel mit. Er hat einen Exposed Armor drauf. 5-mal Wundgift hat er auch drauf. Das seht ihr quasi unter meinem Target. Jetzt hat er einen 6 Sekunden Kidney Shot drin, hat kein Trinket ready und wird jetzt, glaube ich, down gehen. Ja. Genau. War relativ, hat relativ gut geklappt. Der, ja, Krieger hat es hier nicht geschafft, Teemo quasi aus den Socken zu klatschen, bevor wir den Schaman gekillt haben. Ich kann euch eins sagen, das kann manchmal tatsächlich auch sehr, sehr schnell gehen, dass so ein Krieger dann, ja, dann doch deinen Priester alleine einfach schneller umhaut, als wir zusammen den gegnerischen Schamanen. So, und hier sind wir auf 1677 war das gerade. Könnt ihr euch auch nochmal anhalten, wenn ihr wollt. Und ja, das war so das erste Arena-Game in dem heutigen Commentary und genau, wir sind hier auf 1677 gewesen, genau, haben da schon 17 Games gespielt gehabt. Ich hatte tatsächlich erst relativ spät angefangen zu recorden am Abend, weiß gar nicht mehr genau warum. Ja, Leute, Priest Rogue, das Setup muss ich sagen, wir sind in Season 3 übrigens mittlerweile in Burning Crusade angekommen. Ich skippe, glaube ich, schon immer mal so ein bisschen, ne, bis die Games anfangen. Müssen es ja hier nicht noch mit aufhalten, wie wir hier in Ironforge rumhüpfen. Ihr müsst vielleicht wissen zu der Geschichte von Teemo und mir, was das Setup angeht. Wir haben das gleiche Setup auch schon im originalen Wrath of the Lich King gespielt. Da haben wir dann in Season 5 mit angefangen. Schön, als der DK ins Spiel kam, absolut overpowered war, haben wir versucht, mit dem Setup hier was zu reißen im originalen WOTLK. Und es war wirklich ein übertriebener Krampf. Wir haben, das war während unserer Abi-Zeit damals, haben wir nächtelang durchgezockt bei Teemo. Weiß ich noch, wie wir da im Keller gehockt haben und nur Arena gespielt haben. Ich habe irgendwann auch gar nichts mehr mitbekommen. Er hat nur noch alle 10 Minuten oder alle 5 Minuten nach jedem Game gesagt, meld an, meld an, meld an. Also wir haben uns nur noch mit meld an und okay kommuniziert und haben halt wirklich ein Game nach dem anderen gemacht und haben da echt richtig reingesuchtet in die Arena. Und da freue ich mich auch tatsächlich auf WOTLK dann doch wieder, aber ja, ob ich mir da nochmal Priester-Schurke geben werde, gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir eigentlich schon sehr viel Erfahrung mit dem Setup, aber wir haben es eben sehr lange nicht mehr gespielt. Deswegen müssen wir auf jeden Fall wieder reinkommen. Verzeiht es uns, ja. So, hier sind wir gegen Krieger Paladin drin. Diese waren, glaube ich, relativ hoch auf 1700, 1750. Also, für uns ist das schon jetzt ein bisschen höher, ja. Die Meta ein unglaublicher Krampf momentan. Jeder, der Arena spielt gerade, der weiß das. Hier traine ich den Paladin tatsächlich. Ähnlich wie der Schamane hat er auch Probleme, sich hoch zu healen. Ich versuche ihn hier am Healen zu interrupten. Den zweiten Heal habe ich hier unterbrochen mit einem Nierenhieb. Ich habe 2 Blutungseffekte drauf, das ist sehr wichtig, weil Paladinen haben sehr viel Rüstung. Die kann man mit den Blutungseffekten gut umgehen. Ich versuche auch immer wieder hier Mind-Numbing-Poison, also gedankenbenebendes Gift auf ihn drauf zu machen, damit er quasi nicht so schnell casten kann. Genau, jetzt ist Teemo reingekommen, hat hier gefeiert.
Der Krieger hängt, wie gesagt, an Timo dran, versucht ihn down zu machen. Hier ist der Shadow Fiend von Timo, dieses kleine Gespenst, was da ist, das auch noch Damage macht. Er nuked auch mit und jetzt wird er quasi, glaube ich, gleich direkt versuchen, die Bubble wegzumachen mit Master Spell. Beim zweiten Mal hat er es dann geschafft. Quasi so können wir die Paladin Bubble direkt wegmachen. Und den Paladin, hier hat er nochmal einen schönen Instant hier rausgehauen. Ich glaube, da hat er dieses Trinket verwendet. Hier habe ich nochmal einen Deadly Throw, Destiny Interrupted. Und es war noch gleich knapp, weil der Paladin das Trinket gerade gezündet hat. Ich meine, das ist so ein Trinket, was sich immer auflädt mit jedem Zauber, den man castet. Und dann hat man so ein Instant Heal, glaube ich. Das war das Trinket. Vielleicht war es irgendwie auch ein Holy Shock. Oh, die waren sogar auf 1919, sehe ich hier gerade. Von daher, für uns war das schon ein relativ hohes Rating. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da war ich froh, dass wir das Game gewonnen haben. Da haben wir auf jeden Fall gut Punkte für bekommen. So, wir switchen mal ein bisschen ins nächste Game rein. Ja, generell werde ich vielleicht gerade gar nicht mit der WoW Burning Crusade Arena so beschäftigt. Ich kann euch nur eins sagen, Leute. Es ist unfassbar, wie schwitzig die Meta gerade ist. Also es ist echt wirklich... Also die Leute, also wenn ihr nicht komplett voll bis equipped mit jedem Scheiß und jedem Beruf seid, dann braucht ihr eigentlich gar nicht reingehen in die Arena. Das ist so die Baseline. Ja, Leute denken mal so, ach, so ein bisschen PvP-Gear. Dann kann man schon mal hochspielen, könnt ihr komplett knicken. Ihr braucht den besten Shit und alle Berufe. Sonst kommt da nicht hoch. Kann ich euch garantieren. Es sei denn, ihr seid irgendwie ultra skilled und wart schon fünfmal Gladi. Ultra schwitzig tatsächlich. Sehr, sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend auch. Also wir machen immer so Arena-Sessions von maximal 3 Stunden. Länger würde ich echt nicht machen, haben wir schon gemerkt. Da fehlt dann irgendwann die Konzentration auch. Es ist echt sehr, sehr anstrengend, aber es macht auch Bock. Es ist halt schon so ein bisschen E-Sport, kann man sagen eigentlich. Und für jeden, der echt einen guten Kumpel hat so und mit dem das machen möchte, ist echt eine nice Beschäftigung, finde ich, in Burning Crusade Classic. So, wir gehen rein. Das nächste Setup haben wir hier Warlock-Schurke, genau. Ich habe auch in den letzten Wochen viele Games gemacht, deswegen weiß ich auch so, welche Setups rumrennen. Ich werde, glaube ich, gleich den Schurken finden. Ihr seht hier, der Warlock hat noch seinen Shield ab. So lange warten wir auf jeden Fall noch, bevor wir ins Open Field gehen. Da habe ich einen Schurken mit Perception gesehen, habe ihn gesappt und werde gleich direkt auf ihn eröffnen. Gegen das Setup möchte man einfach so schnell wie möglich einen Schurken-Daumen bekommen. Ihr seht, ich mache direkt Blutung drauf. Vanische jetzt das 4 von dem Warlock, macht dann Geroar drauf. Der Schurke hat 2 Blutungseffekte. Hier dodge ich das 4 nochmal, gehe an die Säule ran. Wunderschön gespielt von mir. Wunderschönes Game gewesen, ja. und jetzt sage ich Timo, Digga, mach den Schurken down. Er wird, glaube ich, gleich noch versuchen. Er hat sein Shadow Word Pain drauf. Ausweiten und hier könnten wir den Schurken relativ gut trainen und die dann quasi down bekommen. Wichtig für euch Schurken, die waren auf 1,8 an der Stelle. War jetzt auch nicht so schlechtes Rating, aber es war relativ einfach, das Game. Wichtig vielleicht für euch, wenn ihr gegen das Team reinkommt, Key ist wirklich so schnell wie möglich den Schurken, wenn ihr selber Schurke seid, mit Blutungseffekten voll zu stopfen, ja. Schurken lieben es einfach, wenn sie recessen können, wenn sie entspannt vanishen können, wenn sie mal auch vielleicht nochmal weggehen können, Verband usen können. Und wenn ihr die von Anfang an mit Blutungseffekten, sag ich mal, voll eiert, dann können sie das nicht, ja. Dann können sie so eine sehr schwer restealthen und das ist wirklich der Key bei dem Setup, so schnell wie möglich ein Rupture, also ein, wie heißt das auf Deutsch? Blutung da halt irgendwie, Blutung glaube ich einfach. Und ein Geroar ist, glaube ich, so die Fähigkeit, die ihr hier unten links seht, die da. Deutsch auch irgendwas mit Bluten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das Effekte, die dauerhaft auf dem Target drauf sind. Ein physischer Effekt. Das heißt, kann er nicht mit Cloak of Shadows, Mantel der Schatten, wegmachen. Und dementsprechend, das ist sehr wichtig. Und dann immer wieder Stun, den Fear und den Death Call vom Warlock möglichst vanischen. Der Priester sollte auch mit Damage machen. Und dann ist es halt kein Problem. Ja, lief aber auch wirklich gerade sehr, sehr gut. So, hier haben wir, er ist schon Perception an, hier wurden wir überrumpelt. Ihr seht, ihr kommt hier gerade direkt ins Startgebiet rein. Mensch, Warlock mit einem Heal-Druiden. Das war absolut schlecht gespielt von uns. Wir hätten uns in der Mitte der Map positionieren sollen. Ich habe hier noch nicht mal einen Opener bekommen, er hat direkt auf mich eröffnen können. Ich zünde hier direkt mein Juve-Trinket, mache alle Gifte auf ihn drauf, damit er nicht, ne, ihr seht, nicht schnell 4 casten kann. Und wir haben uns hier für die Taktik PvE auf den Warlock entschieden. Ist eine Taktik, die, glaube ich, jetzt nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Wird auch hier nicht funktionieren. Ihr seht, wir bekommen hier sehr viel Druck schon. Hab kaum Druck auf dem Warlock aufgebaut. Es geht schon intensiv ins Mana auch. Ich versuche hier immer wieder Mindnump und Wound zu stacken. Aber ihr seht, die Dots ticken mich gnadenlos runter.
Ja, was macht man hier? Man versucht quasi den, jetzt schaffe ich sogar hier den Druiden zu zappen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Problem ist nur, ihr seht hier, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich wieder auf dem Warlock drauf bin. Und ich fange eigentlich erst wieder an, Damage zu machen, als der Druide schon mal out of zap ist. So. Und dann habe ich ihn zwar noch geblendet, er hat aber vorher noch sein Instant-Heal durchbekommen. Und er hat eh Trinket ready gehabt. Also das war auch einfach alles noch nicht so wirklich eingespielt, was wir hier gemacht haben. Ja, das, ich habe gerade so gesehen, so ungefähr, wie man es machen kann. Aber das war sehr, sehr schlecht gemacht noch. Und da geht noch sehr viel. Wie gesagt, das war der allererste Tag, wie wir das zusammengespielt haben, nach Wochen. Und wir verlieren hier zu Recht, muss ich sagen. Wir haben es von Anfang an nicht wirklich geschafft, Druck aufzubauen. Und haben dann auch bei der CC-Chain nicht wirklich executed. Hier ein sehr guter Cyclone in Pain Suppression rein. Und ich glaube, jetzt gehe ich auch gleich direkt down. Timo hat mich ja nicht mehr hochbekommen. Ja, auch ein bisschen unlucky gewesen. Aber ganz ehrlich, Leute, da haben wir Mist gespielt. Muss man einfach so sagen, und das gegnerische Team hat hier deutlich besser agiert. Wir hätten, also Timo hätte quasi mit seinem Priester am Anfang aufmounten sollen, direkt aggressiv in die Arena reinreiten sollen, damit wir erstmal Raum bekommen. Wir waren auf 1,85 auch für uns, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch relativ hohes Rating. Timo hätte hier quasi direkt reinreiten sollen und den gegnerischen Warlock vieren sollen, bin ich der Meinung. Sein Schild runterdispellen einfach und dann hätten wir quasi direkt Go machen können. Dann hätte er quasi auch garantieren können, dass ich einen Opener auf den Warlock bekomme. Er hätte vielleicht sogar ein One-on-One auch gegen den Warlock erstmal ein bisschen machen können. Vielleicht wäre das auch gut gegangen, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Übrigens vielleicht zu unseren Specs noch ein paar Worte. Ich bin ganz normal Shadow Step Hemo geskillt mit dem Schurken. Also Sublety, das ist so der Hauptspec, den man eigentlich in Burning Crusade vielleicht mal geht momentan. Timo ist Disci-Spec mit Pain Suppression, also mit Schmerzunterdrückung, ganz normal. Wir überlegen aber, weil die Meta wirklich sehr, sehr burstlastig ist und die Games gehen zum Teil echt nicht lange, ob wir auch ein bisschen so in die aggressivere Skillung reingehen und ob Timo eventuell auch tiefer in den Schattenbaum reingeht, damit er noch einen Silence hat und solche Geschichten. Da denken wir momentan drüber nach. Genau. So. Und jetzt, warten wir noch eine Viertelstunde, wollte ich gerade sagen, noch 15 Minuten ab, 15 Sekunden ab, bis wir hier in das nächste Match reingehen. Ich glaube, das war auch das letzte Game, was ich hier recorded hatte, oder das vorletzte, wir gucken mal. Wir schauen mal, ja, das war Priester Schurke, also Mirror. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, Mirror finde ich gerade, wenn man noch nicht eingespielt ist, am Anfang echt immer sehr anstrengend. Weil ich auch gerade bei dem Setup noch nicht so wirklich weiß, wo ich da drauf gehen soll. Ich hole mir hier sogar den Schurken. Auch eigentlich ganz nice an der Stelle und eröffne dann direkt auf den Priester, der es hier noch gut geschafft hat, mich ein bisschen zu kiten. Timo hält den Rogue im Combat hinten, das ist auch sehr wichtig, damit der Schurke nicht einfach restassen kann. Er eröffnet hier und ich switche dann auf den Schurken, der direkt Evasion anmacht. Und ich bleibe jetzt auch am Priester dran. Ja, mein Gameplan, ganz ehrlich, war hier, dass ich eigentlich auf den Priester gehen wollte, aber dann irgendwie, ihr seht, habe ich hier sehr viel rumgeeiert, hab den jetzt irgendwie Kidney gemacht, halbherzig auf den, gehe dann aber von ihm weg. Alles sehr, sehr weird irgendwie tatsächlich, also nicht gut gespielt. Jetzt gehe ich wieder auf den Schurken gerade, eröffne auf ihn, gehe dann aber doch auf den Priester, also nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht in dem Game, ganz ehrlich. Wenn ihr da irgendwelche Tipps oder so habt, gerne in die Kommentare schreiben, aber da war vor allem auch einfach wieder der Faktor sehr, sehr präsent, dass wir einfach noch nicht eingespielt waren oder sind zu dem Zeitpunkt. Timo muss sich, denke ich mal, auch noch ein bisschen einfinden. Jetzt hat er hier den Priester gefiert, der ist sogar Full 4. Jetzt machen wir hier, jetzt gouge ich den Schurken, jetzt use ich mein gutes Zap-Makro, Zap den Priester und bekomme eigentlich eine ideale Situation. Ich weiß echt nicht. Ah, der Schurke hatte Trinket ready, das war ein bisschen das Problem. Okay. Wollte gerade sagen, ich weiß bis heute nicht oder bis jetzt nicht, warum wir da nicht Daumen bekommen hatten. Der Schurke hatte Trinket ready. Und konnte dadurch die Gefahrensituation quasi aushebeln ein wenig. Ja, wie gesagt, hier habe ich einfach zu viel Faxen gemacht, zu viel Quatsch gemacht. Ihr seht hier, Timo ist leicht im Mana-Vorteil. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht. Timo hat hier weniger Mana als der Priester so ein bisschen. Er trinkt jetzt aber gerade. Ich warte gerade, dass Blutung austickt. Seht ihr rechts oben in der Ecke. Und restelle dann und spamme meine Zap-Markus hier, um den Schurken zu zappen. Jetzt auch wieder so ein Moment. Timo wird gesappt. Ich bin so ein bisschen lost an der Stelle. Ich zapp den Priester auch. Das war noch wichtig. Aber ich weiß auch nicht, hole ich mir das Auge, hole ich mir es nicht irgendwie.
Was wird der andere Schurke machen? Ich bin so ein bisschen verloren noch gewesen bei dem Setup, eindeutig. Hab jetzt den Priester nochmal gesappt und ich wusste ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich auf den Priester wieder öffnen soll oder auf den Schurken. Ich entscheide mich jetzt dafür, quasi wieder auf den Priester zu eröffnen. Der Schurke wird gleich auf mir eröffnen. Und ich meine, ich weiß gar nicht genau, was Timo jetzt genau macht. Okay, er shieldet mich. Habe ich Slice and Dice angemacht? Auch sehr fragwürdig. Gehe ich doch auf den Schurken, obwohl ich keinen, also... Ja, sehr, sehr weirde Geschichte. Jetzt gehe ich quasi fully dotted irgendwie gefühlt auch noch hinten rein. Jetzt macht der Priester Pain Suppression an. Jetzt ist der letzte Try, wo wir nochmal... Jetzt hatte ich den Rogue noch im Combat. Timo ist jetzt geblendet. Und, hier hätte ich... Okay, habe ich Trinket geused? Ja, also irgendwie am Ende ganz, ganz weird gespielt. Da kommt Shadow Fiend vom gegnerischen Priester noch. Der hatte ich gerade Mana wieder bekommt. Also wir sind sogar noch relativ gut ins Game reingekommen. Übrigens nicht wundern, wenn ich manchmal mein Inventar aufmache. Das ist so ein Tick von mir, dass ich das auf und zu mache. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es vorne und hinten nicht gepasst. Die haben uns einfach ein bisschen outplayed und ein bisschen überrascht. Ich hatte keinen wirklichen Gameplan. Ja, es war wirklich so, stellt euch vor, ihr wollt spazieren gehen und wisst nicht wohin irgendwie und dann geht er dreimal im Kreis irgendwie. So war das Game, kann man sagen, ja. So, ich sehe gerade, wir haben 16 Minuten erreicht. Ich würde sagen, für so ein Commentary können wir ruhig noch ein bisschen länger machen, oder? Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal, auf welchem Rating die waren. Die waren auf 1760, ja, schon auch ein bisschen höher für uns zu dem Zeitpunkt, von daher. Kann man schon mal machen. So, jetzt mache ich hier gerade nochmal, ihr seht, ich bin ja auch gerade noch in WoW drin im Hintergrund, perfekt. Ja, ne, wenn wir schon mal die Mühe machen hier, dann würde ich sagen, machen wir das Commentary ruhig ein wenig länger und wir gehen quasi direkt ins nächste Game rein. Hier haben wir Warlock Priester. Hier kann man auch wieder den Warlock PvE'en und ja, einfach den Priester so auch Burn und spielen und einfach den Warlock komplett abhalten, dass er irgendwas macht. Hier haben wir uns in dem Fall dazu entschieden, auf den Priester zu gehen. Dann muss man so ein bisschen darauf achten, dass man die Fears ausweicht vom Warlock und das Team auch quasi dazu kommt, ein bisschen offensiv auf den Priester zu gehen. Ein weiterer Grund, warum wir hier auf den Priester gegangen sind, war auch, dass der Shadow spielt. Und der Warlock war in dem Fall sogar Unstable Affliction. Das heißt, er hat noch einen Dot, womit er, der einfach sehr viel Schaden macht. Und wenn er dispelled wird, dann wird man gesilenced. Und deswegen, ihr seht ihr gerade, hat er gerade auf mich gemacht. Das haben wir aber erst nach dem Game realisiert, dass er gar nicht Soulink war. Da war es schon zu spät. Ja, aber ich würde sagen, es ist aufgegangen gerade so, dass wir den Priester down bekommen haben zu zweit. Timo hat, glaube ich, hier offensiv dispelled. Das ist wichtig, also Schild dispelled und so weiter. Bisschen mit Damage gemacht und trotzdem ist hier gerade nochmal Shides geprockt. Also es war knapp am Ende, ja. Aber wir haben es dann doch noch irgendwie hinbekommen, den Warlock hier auch noch down zu bekommen. Ja, der hier relativ viel aushält, obwohl er noch nicht mal Soulink ist, also... Warlocks sind auf jeden Fall echt eine Hausnummer in Burning Crusade, kann ich euch sagen. So, und da geht der gute Kollege auch dran. Die waren auf 1540, ja, wenn es auch nicht so mega hoch. Hat man auch gemerkt, ehrlich gesagt. Ich spule mal ein bisschen weiter vor. Ich merke übrigens gerade, das sind quasi die Games, die vor den Games stattgefunden haben, die ich euch eben gezeigt habe. Das heißt, ja, wir haben in der falschen Reihenfolge angefangen. Aber mein Gott, gibt schlimmere Dinge. So, wir gehen direkt wieder in das nächste Game rein. Gucken wir mal. Der Nussknacker, ein Krieger. Ja, und Krieger seht ihr tatsächlich sehr, sehr häufig momentan in der Burning Crusade Arena, kann ich euch sagen. Ja, der ist hier völlig entspannt einfach mitten ins Startgebiet reingegangen. Da habe ich direkt einen Exposed Armor und einen Geroar drauf gemacht und habe mir gedacht, ey, weißt du was, wenn der hier so bescheuert reinkommt, dann machen wir direkt mal Damage auf den und Druck. Das ist eigentlich immer eine gute Idee. Jetzt kommt der Druide, ich blende den direkt. Ich glaube, der wird direkt... Oder nee, ich... Was mache ich denn? Was habe ich denn hier gemacht eigentlich? Ich habe noch nicht wirklich... Ich glaube, ich wollte ihn gougen, das aber wird Timo 4, genau, Timo 4 gerade. Jetzt mache ich wieder Damage auf den Krieger. Der Druide hat sein Trinket noch nicht geused. Werde ich ihn vorher blenden, jetzt use der Trinket. Wenn er jetzt Trinket usen würde, hat er, glaube ich, gerade, da war er dann im Sheepshot von mir.
Und da war sein Krieger dann down. Ja, so in der Art kann man es machen, muss man aber nicht. Ich würde auch wieder sagen, es ist so die Strategie, die man mit dem Setup gegen Kriegerdruide fährt, haben wir so zu 30-40% gut executed. Also da geht noch sehr viel mehr. Und man muss auch eindeutig sagen, Moment, auf welchem Rating waren die? Die waren auf, ja, 1600. Gegen ein gutes Team ist es deutlich schwerer. Ja, also deutlich, deutlich schwerer. Da ist es nicht so einfach, das durchzuführen, was wir gerade gemacht haben. Aber man kann schon sagen, es geht bei Priester, Schurke gegen Druide-Krieger darum, Druck aufzubauen auf dem Krieger und dann den Druiden zu CC'en. Und wenn er Trinket use, kann man dann auch auf den Druiden switchen. Das ist ein bisschen tricky. Man muss dann immer dafür sorgen, dass ein Priester an den Druiden rankommt, indem man den Druiden gouge und kidney-shottet und sheep-shottet. Eventuell sogar blendet, damit der Priester rankommen kann und ihn vieren kann. Und gute Teams werden alles, was in ihrer Macht steht, dafür tun, damit sie eben diese CC-Chain verhindern. Das ist aber nicht immer so ganz einfach. So, ja, das ist auch ein sehr häufiges Szenario tatsächlich. Ihr geht in die Arena rein und keine Gegner sind drin, augenscheinlich. Jetzt mache ich hier Perception an, die Menschenfähigkeit, wodurch man verstohlene Gegner besser sieht. Und suche hier aktiv nach den verstohlenen Gegnern. Es ist meistens Schurke Feral Druide oder Schurke Heal Druide. Das ist so das meiste, was man dann in dem Fall bekommt. Ich glaube, in dem Fall war es Feral Schurke. Und ich werde hardcore auf den Schurken gehen, wenn ich den gleich finden werde. Vielleicht noch an die Schurkenfreunde unter euch, kleine Info. Ich trage hier alles Mögliche, was man nur tragen kann, um Vorteile bei der Verschuldenheitsentdeckung zu haben. Juve Trinket, Improved Stealth auf den Umhang und die Inji Goggle. Viele sind schon auf PvE geswitcht. Ich finde, bei so viel Schurken in der Arena macht es absolut Sinn, wenn man hier weiterhin auch noch auf das Stealth Gear setzt, bin ich der Meinung. So, Entschuldigung. Wir sehen hier, der Schurke hat auf Timo eröffnet. Ich bekomme Cyclone rein. Ich use kein Trinket und spamme mein Inventory. Wichtig und richtig. Ja, der Schurke hat die Rod of the Sun King. Auch relativ gut zum Damagen. Jetzt habe ich gerade eine Sekunde gewartet, dass er sich umdreht, damit ich Kidney von hinten machen konnte. Und ich gehe jetzt erstmal primär auf den Schurken, weil ich das so bei anderen gesehen habe, dass die bei dem Setup sehr gerne auf den Schurken gehen. Ich glaube aber, funktioniert nicht so wirklich. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr so genau, ob wir das Game gewonnen oder verloren haben. Ich habe auch Mindnump hier zum Beispiel die ganze Zeit auf der Offhand, auch eher dämlich, sag ich mal. Druide hat kein Trinket ready. Das ist tatsächlich... Ah, okay, Moment. Ah, hier hätte mich Timo dispellen müssen. Genau, hier habe ich Timo dispell. Aber ich wäre noch nicht eingespielt gewesen. Wenn er mich dispellt hätte, ich hatte gerade Fury Fire drauf, dann hätte ich den Schurken nach dem 4 gerade zappen können. Ich zeig das vielleicht gerade nochmal. Ist vielleicht eine ganz sehr interessante Stelle. Wirklich absolute Key-Stelle. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist der Druide im Full 4. Ja? Ihr seht hier, er wird weggefeiert. Da unten. Er rennt da quasi weg. Da. Und ihr seht, hier rechts oben in der Ecke, ich habe Fury Fire drauf. Wenn Timo mich jetzt dispellt hätte und ich keinen Feenfeuer mehr drauf gehabt hätte, dann hätte ich einfach, ihr seht, ich use jetzt Preparation, so bam, und ich will jetzt hier H drücken für Focus, Step und Zap, ja. Und es ging aber nicht, weil ich leider keinen Dispel von Timo bekommen habe, aber wir waren nicht eingespielt, das wusste er zu dem Zeitpunkt nicht mehr, dass es da so gemacht werden muss. Und deswegen war der Druide nicht im Zap und deswegen, glaube ich, haben wir auch das Game hier verloren. Sehr bitter, sehr, sehr bitter, sehr, sehr bitter. Obwohl, ne, also das ist trotzdem läuft es noch relativ gut, muss man sagen. Tatsächlich. Aber wir haben es hier, glaube ich, dann tatsächlich nicht mehr geschafft, den Schurken down zu bekommen. Ja, bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich arbeite hier auch viel mit Blutungseffekten. Hat er hier mich für eine Sekunde geblendet. Hier dachte ich, oh, haben wir noch. Nee, oh, da haben wir auch fast, ne? G-Desk geprockt gerade. Auch hier hätte ich vielleicht restealthen sollen. Mir gerade aufgefallen. Ich glaube, hier hätten wir an dem Punkt hätten wir defensiv spielen sollen wahrscheinlich. Weil der Druide hat Innerwelt geused. Timus auch wieder so ein Ding, was wir aktuell noch nicht auf dem Schirm haben. Dass man an einigen Momenten dann wirklich auch defensiv spielen sollte. Resetten sollte. Hier habe ich einfach weiter drauf gepumpt. Und
Imo kann hier quasi sogar kurz trinken. Aber da hätten wir einfach defensiver gehen sollen. Das war wirklich... Jetzt im Nachhinein, ne? Das ist auch das Interessante oder auch das Gute, sag ich mal, tatsächlich für mich, wenn ich diese Commentary-Videos hier drehe. Wenn ich dann im Nachhinein manchmal so denke, boah, ey, Mensch, das hätte man doch irgendwie anders machen können. Auch wieder eine relativ gute Situation eigentlich gerade. Der Schurke bekommt... Ich finde es immer wieder überraschend auch, wie gut man dann doch tatsächlich doch noch Druck drauf bekommt. Oh, hier bin ich runtergefallen. Ah, auch wieder der nächste Fail. Ihr müsst euch vorstellen, der Schurke geht relativ gut down. So, ja, so, pass auf. Druid hat kein Trinket ready, ist im Blind, gerade noch 3 Sekunden. So, hier, der Schurke auf 22%. So, ich will gouchen. Ich will Druiden gouchen. Und was macht die Pfeiler? Er hat sich auch gerade natürlich von dem Blend in die andere Richtung bewegt. Ich fall runter, während ich gouchen wollte. Und der Druide kann natürlich in dem Moment da wieder hotten, mich cyclonen und den Schurken wieder saven, obwohl er echt fast um ist, Leute. Ich bin wirklich fast durchgedreht hier. Hier bin ich out of combat bekommen, aber hat mich der Druide dann noch, war auch dumm dann in dem Moment. In dem Moment kann ich nicht einfach irgendwo kurz weggehen und restressen. War zwar eine nette Idee von mir, weil dann hätte ich jetzt eine gute Ausgangslage gehabt. Aber Timo hatte den Schurken am Arsch, war viel zu low, hatte kein Mana mehr. Und leider habe ich jetzt nicht gesehen, auf welchem Rating die waren, weil ich geliefert bin. Ich glaube, die waren so noch nicht zu hoch. So gut haben die jetzt auch nicht gespielt, aber die waren so ungefähr auf 1,6, würde ich sagen. 1,65 vielleicht. Ja, bitter. Sehr, sehr viele Fehler gemacht im Spiel. Am Ende dieser blöde Gouch. Denn wenn ich den noch bekommen hätte, dann hätten wir die vielleicht down bekommen. Ja, so Leute, ich würde sagen, das nächste Game... Heben wir uns fürs nächste Commentary auf, oder? Leute, das war das allererste Commentary seit langer Zeit hier auf dem Kanal. Ich habe sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet, unfassbar viel Zeit im Alterak-Teil gewastet, damit ich die Ehre habe, damit ich vernünftig Arena spielen kann. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Commentary-Videos hier. Das war das allererste, deswegen, ich muss mich eingrooven, ich muss reinkommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, alle eure Anmerkungen in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Commentary oder am nächsten Let's Play, was ich auch gleich noch abdrehen werde, wo wir gerade aktuell damit angefangen haben, einen Blutelfen-Paladin zu leveln. Einfach nur eine Dreiviertelstunde bis halbe Stunde entspannt mit mir leveln, die Lore ein bisschen aufsaugen, ein bisschen Questtexte vorlesen, so in WoW einfach eintauchen, entspannt mit mir eine Dreiviertelstunde einen Blutelfen im Blutelfen-Startgebiet hochleveln. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt die Videos unbedingt ab. Auch gerade auf meinem Kanal live gekommen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao.